Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sprechen wir mal über den Hack. Yo! Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, mein Kanal ist gehackt worden, beziehungsweise nicht der Kanal an sich, sondern mein Google-Konto. Und das Ganze habe ich dann ja schon eine Weile, Gott sei Dank, auch wiederbekommen. Und ich wollte euch einfach mal darüber informieren, was passiert ist, wie das überhaupt passieren konnte und wie man sich gegebenenfalls auch davor schützen kann, dass sowas einem nicht passiert. Weil sowas finde ich persönlich super wichtig. So ein Video hätte mir vielleicht geholfen, wenn ich es mir angeschaut hätte und mich nicht unbesiegbar gefühlt hätte. Läuft. Ich möchte einfach so ein bisschen auch auf eure Fragen eingehen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt, aber auch auf das eingehen, was ihr quasi während des ganzen Hacks gemacht habt, nämlich auch immer wieder nachgefragt und nach Informationen gefragt, nach dem Status gefragt. Und da versuche ich jetzt einfach mal so alle Fragen gebündelt in einem Video zu beantworten und ich schaue mal, ob ich einen roten Faden hier reinkriege. Das Ganze startete, also ich bin halt absolut ehrlich, ne? Ich sage euch auch ganz genau, was passiert ist. Das startete am 30. Mai, das war ein Dienstag und da saß ich mit Julius an meinem Schneidetisch, war so typisch Mutti-mäßig halt, ne? Kind auf dem Schoß, Kind am Rumhibbeln und dann haben wir auch so mit den Händen auf den Tisch gehauen. Das heißt, ich war komplett abgelenkt und habe aber trotzdem nebenbei gearbeitet. Das ist schon mal so der erste Fehler. Man sollte alles, was quasi mit Arbeiten zu tun hat, mit vollem Verstand machen und nicht alles so Larifari. Also das war echt so ein bisschen dumm. Da fing schon die erste Dummheit an, genau. Und ich habe mir gedacht, okay, gleich kommt meine Schwiegermama vorbei, die dann mit mir zusammen auch einkaufen fahren wollte, bla 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 bla. Und ja, dann wollte ich mal eben kurz meine E-Mails checken. Ich hatte schon so ein paar Tage eine E-Mail in meinem Postfach, wo ich dachte, oh, irgendwie eine E-Mail, die man vielleicht nicht so gerne bearbeitet. Es war eine E-Mail vom YouTube-Support, also support@google.com stand da wohl auch drin, wo es um meine Monetarisierungseinstellungen ging. Da sollte ich mir ein Tutorial anschauen, ein Video und dann über den Link etwas herunterladen, um dann quasi ein Formular auszufüllen, ausgefüllt zurückschicken und ja, damit halt quasi die Monetarisierung weiterläuft. Das heißt also quasi, dass ich weiterhin Geld verdienen kann, ne? Monetarisierung heißt ja Geldgeschichten. Gedönsen halt, ne? Und da habe ich natürlich gedacht, das ist super, super wichtig und es passt halt auch irgendwie, weil ich ungefähr dann ja auch, so im Juni habe ich damals auch meinen Kanal gegründet, vor Milliarden Jahren gefühlt, also dass ich da überhaupt einen YouTube-Kanal mir erstellt habe. Juli wäre dann der Zeitpunkt, wo ich auch angefangen habe, aktiv Videos hochzuladen und habe dann auch nicht wirklich mir so Gedanken dazu gemacht. Ich habe gedacht, okay, das passt schon, ne? Das hört sich auch irgendwie sinnvoll an. Es war auch eine ganz merkwürdige E-Mail, wo halt irgendwie auch nicht alles so richtig geladen werden konnte, war in meinem Google Mail-Konto aber nicht irgendwie als Spam gekennzeichnet. Ich habe dann auch mir die E-Mail-Adresse angeguckt und habe gedacht, ja, komm, ne, vielleicht ist es ja auch irgendwie merkwürdig, ne? Nee, auch mit dem Mauszeiger dann drüber gegangen, nee, das ist schon eine richtige E-Mail-Adresse. Und ja, dann habe ich in der E-Mail auf diesen auf dieses, da war so ein Vorschaufenster von einem Video, habe ich halt draufgeklickt und bin dann auf YouTube umgeleitet worden und dort war dann quasi ein privates Video und da konnte man dann in der Infobox auf einen Link klicken. Das Video war aber auch nur irgendwie 30 Sekunden lang und ich habe mir das nicht wirklich angeguckt, weil Julius ja auf meinem Schoß saß und ich gerade irgendwie nur halbe Sache machen wollte. Auf jeden Fall habe ich dann auf den Link geklickt und dann öffnete sich ein Download, ne, dass ich quasi eine WinRAR-Datei gerade downloade. Das kenne ich, also das hat man öfters mal, dass man auch WinRAR-Dateien downloadet, wenn es jetzt auch so um Vorabansichten von Videos und so weiter geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie groß kann dieses Dokument sein, dass das irgendwie auch verpackt werden muss, weil WinRAR ist dafür da, um große Dateien zu verpacken. Und ja, dann stand auch, dass man, oder in der E-Mail stand, dass man auch das Passwort eingeben muss, um das zu entpacken. Habe ich gemacht. Blond wie ich war und dann passierte aber nichts. Da dachte ich, hä? Irgendwie merkwürdig. Und dann nochmal angeklickt, passierte nichts. War merkwürdig, ne? Dann klingelte es an der Tür und dann kam meine Schwiegermama vorbei und dann haben wir uns halt hingesetzt, Käffchen getrunken. Das war ungefähr kurz nach drei, da habe ich mir nichts beigedacht. Und dann, ja, bin ich nachher nochmal, bevor wir halt losfahren wollten, einmal kurz auf die Terrasse gegangen, habe da auch nochmal irgendwie, das mache ich immer automatisch, dass ich dann eben kurz durch meine YouTube-Sachen halt scrolle.
und habe dann, ich glaube sogar, mir ein Video, wenn ich mich richtig erinnere, von Nathalie Nord Beauty angeschaut. Und während ich geschaut habe, ploppte dann so ein Fenster auf, irgendwie Verbindung fehlgeschlagen oder sowas. Und so, hä? Ja gut, unser Internet ist mal wieder im Eimer, ne? Weil manchmal, du bist auf dem Land, dann denkst du dir, okay, ist vielleicht gerade irgendwer mit dem Fuß auf der Leitung passiert. Hab mir nichts dabei gedacht, hab dann meine Schwiegermama eingepackt und dann sind wir zu einem Möbelhaus gefahren, weil wir halt noch irgendwas für die Küche holen wollten. Und ja, dann waren wir da und haben dann die Sachen so zusammengesucht und dann haben wir gequatscht und dann haben wir auch mit der Verkäuferin gequatscht und mein Handy vibrierte auch die ganze Zeit. Da habe ich mir aber nichts bei gedacht. Ich dachte, ja gut, hat vielleicht irgendwer was Witziges in der Gruppe gepostet und irgendwie reagieren alle da drauf. Und irgendwann klingelte dann mein Handy. Bin ich dran gegangen. Das war dann um 16.46 Uhr und die liebe Sarah Isabel war am anderen Ende dran und war ganz aufgelöst. Ich sag, Sarah Isabel, alles gut bei dir? Ja, nee, weiß nicht, bei dir aber nicht, dein Kanal ist weg. Ja, oh fuck. Das war dann natürlich so, ne, da ist mir erstmal ganz kurz ganz schwindelig geworden. Ich sag, wie weg? Was, warum? Ja, der ist weg, der ist nicht mehr da. Und ja, okay, verdammt und so, ne, und hab dann auch geguckt, ich konnte auch nicht drauf zugreifen. Ich sag, alles klar, vielen, vielen Dank. Dann werde ich mich jetzt auf den Weg machen, dass ich nach Hause fahre und dann mal von meinem Laptop rausgucke. Ich hatte auch nicht meinen Browser geschlossen oder meinen Laptop ausgemacht oder sonst irgendwas, ne, das war halt alles noch wundervoll offen. Und ja, bin dann zu Hause angekommen und dann ungefähr, also wir waren ja nicht weit entfernt, ungefähr ziemlich genau um 17.04 Uhr habe ich dann Danny angerufen, Danny Pelletier, weil mein Freund war einfach auch zu dem Zeitpunkt leider krank, also er war halt auch nicht so wirklich, dass er mir hätte helfen können, ne? Und ja, dann habe ich meinem Freund Julius gegeben und meine Schwiegermama, mein Freund und Julius haben sich dann umeinander gekümmert, sage ich jetzt einfach mal, und ich habe gesagt, ne, jetzt nicht erschrecken, ich bin jetzt hier einfach gerade so ein bisschen, dass ich mich konzentrieren muss, ich muss fokussieren und einfach mal gucken, was jetzt so geht, was überhaupt gerade passiert. Hab mich dann an meinen Laptop gesetzt und Danny angerufen, ihm die Situation geschildert und gesagt, Danny, es ist alles wild, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ne, also jetzt gar nicht so, ja moin, wie geht's dir, alles fit und so, ne, gar nicht. Ich habe halt direkt gesagt, ich glaube, ich wurde gehackt, irgendwas läuft hier gerade vollkommen schief, ich komme nicht auf mein Google-Konto, ich komme nicht bei YouTube rein, ich komme nicht in meine Mails, irgendwas ist hier vollkommen schief gelaufen. Und ja, dann hat Danny mit Google geschrieben, also quasi mit dem Google-Chat-Support, das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen, das dann in diesen Momenten zu machen. Und Maxim hat seinen YouTube-Kontakt kontaktiert, weil der auch da jemanden hatte als Ansprechpartner, um da halt auch die Situation zu schildern. Das heißt, die beiden haben schon direkt mal so ein bisschen Kapitels gegeben. Und ja, dann hat Danny, wie gesagt, mit dem Google-Support gesprochen und oder geschrieben vielmehr. Und die haben dann immer gesagt, was ich halt so machen soll. Und dann habe ich immer die Screenshots geschickt und der hat auch, halt auch direkt geschrieben, dass ich halt nicht auf mein Google-Konto Zugriff habe und dementsprechend halt nicht selber schreiben kann. Er das aber macht als Kollege und Freund, ne? Und das war dann auch vollkommen fein. Und da wurde auch wirklich alles geschaut. Und dann wurde auch gesagt, okay, wir haben jetzt auch ein Formular ausgefüllt. Und dann saß ich da am Handy und so, ja, und jetzt? Geht's jetzt weiter? Und dann sagte Danny, Claudi, chill dich, ne? Das Ganze kann wirklich auch bis zu 4 Wochen dauern. Und ich, nein, bitte nicht. Da fing halt das erste Mal an, dass ich überhaupt so ein bisschen dieses Gefühl von, ich werde emotional hatte. So, und ich hatte dann aber auch meinen Papa angerufen um 17.11 Uhr. Mein Papa, seines Zeichens, aktuell Rentner und ehemaliger IT-Leiter mit Schwerpunkt Datensicherheit, guckte sich meinen Laptop an, schüttelte mit dem Kopf und sagte, Schätzchen, wir müssen da was ändern. Ja, der hat erstmal dann meinen Laptop ein bisschen sicherer gemacht. Also er hat zum Beispiel eingestellt, dass wenn ich meinen Browser schließe, dass automatisch alle Sessions beendet werden. Das heißt, alle, also ich werde überall ausgeloggt und es werden auch keine Passwörter gespeichert. Das hat man ja manchmal ganz, ganz gerne, dass dann ja quasi du dein Passwort eintippst, deine E-Mail-Adresse eintippst und dann erscheint automatisch dein Passwort mit diesen Sternchen. Das sollte man ausstellen. Dann sollte man auch einstellen, dass quasi alle Cookies beim Verlassen des Browsers gelöscht werden und also der Cache halt auch geleert wird und so weiter.
Das hat Papa mir dann mal eingestellt und ja, seinem Töchterchen dann auch einfach mal so ein bisschen was von Datenschutz erzählt, was auch vollkommen richtig ist. Ne? Und dann haben wir halt auch gesprochen, muss ich jetzt irgendwie mein Laptop neu aufsetzen, muss ich da jetzt irgendwas ändern? Und dann sagte er, nee, das ist halt wirklich ein Programm, was sich auf deinem PC installiert hat oder was halt quasi gelaufen ist. Und das ist jetzt aber durch. Das hat sich in deinem Google-Konto eingezeckt und da entsprechende Sachen vorgenommen. Das haben wir auch alles soweit deinstalliert und gelöscht und so weiter. Das heißt, das war dann fein. Mehr musste ich dann auch theoretisch einfach nicht machen, außer dann halt einfach zu warten. Parallel hatte ich dann auch mit Sarah Isabel und ihrem Mann geschrieben und Sarah Isabel hat ja auch eine Ausbildung im IT-Bereich. Die hat mir dann auch ein bisschen was von Datensicherheit erzählt. Auch, dass man halt quasi nachvollziehen kann bei Google-Konten oder Konten generell, ne, Einlog-Konten, von welchen Geräten sich eingeloggt wird. Da sollte man halt auch immer mal wieder ein Auge drauf haben und Geräte, die man nicht kennt, natürlich rausschmeißen. Das konnte ich natürlich in dem Moment nicht, weil ich keinen Zugriff auf mein Google-Konto hatte. Jetzt mittlerweile habe ich es ja wieder und konnte dann auch alles rausschmeißen und habe auch alles nachvollziehen können. Ja, zum Ende des Tages beruhigten sich die Wogen dann ein kleines bisschen, sage ich mal, weil ich halt nicht mehr diese vielen Menschen um mich hatte. Julius war im Bett und Schatzi und ich lagen auf der Couch und dann habe ich auch meinen E-Mail-Account geöffnet von dem E-Mail-Account, wo ich normalerweise meine Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse eingerichtet habe und habe dann das ganze Elend auch quasi gesehen. Habe dann auch eingerichtet, dass ich meinen E-Mail-Account auf nicht mehr stumm stelle, sondern dass mein E-Mail-Account auch wirklich Bing macht, wenn ich eine E-Mail bekomme, weil das hätte mich auch ein kleines Stückchen warnen können, weil wirklich im Sekundentakt alles geändert wurde. Also die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse, das Passwort wurde geändert, die Sicherheitsfrage wurde geändert, alles Tralafitti-mäßige wurde geändert und das halt im Sekundentakt. Und da kommen wir gleich zu, weil so schnell können keine Menschen das halt machen, ne? Genau. Und ja, was ich dann halt wirklich auch im Nachhinein gemacht habe, als ich mein Google-Konto auch wieder hatte, war, dass ich eingestellt habe, dass es keine Sicherheitsfrage mehr gibt, sondern dass es eine auch nicht wirklich, ja, so eine Zwei-Phasen-Authentifizierung ist es dann quasi. Also nicht, dass du eine SMS oder sowas bekommst, sondern du bekommst auf das Handy, was du mit deinem Google-Account verknüpft hast, eine Push-Nachricht, dass du wirklich händisch auch anklicken musst, ja, das bin ich. Ne? Also das ist jedes Mal, wenn ich mich bei Google bei Google einlogge, bei YouTube anmelde, kommt diese Benachrichtigung und das muss ich immer wieder händisch machen und das ist auch super, super wichtig, das sollte man einrichten. Habe ich auch gemacht, ich habe alle Sicherheitsmechanismen in Gang gesetzt, ich habe auch etwas dann im Nachhinein aktiviert, wonach ich immer wieder gefragt worden bin bei der Reaktivierung meines Kontos, was ich leider nicht hatte. Das sind so eine Art PIN-Geschichten, also dass man halt quasi so so eine Liste mit Zahlenfolgen hat und die dann eingeben kann, wenn man gehackt wurde, um halt den Account zu reaktivieren. Das konnte ich ja natürlich nicht, weil ich das nie gemacht habe. Ne? Ja. Puh, das war natürlich alles ein bisschen heftig und hab dann auch mit der lieben Melli geschrieben, die wurde ja auch vor einem Jahr gehackt und wie sie das so gemacht hat, was sie geändert hat, wie sie vorangekommen ist und so weiter und so fort. Und das war schon sehr, 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 sehr heftig, weil man fühlte sich ein wenig so, als wäre einem einfach, ja, die Arbeit von 5 Jahren, die man wirklich geleistet hat, einfach gestohlen worden. Und da hat man dann natürlich echt Schiss, dass quasi jemand Fremdes in deiner Firma sitzt quasi und theoretisch wilde Sau spielen könnte. Und da hat man nicht so viel Bock drauf, ne? Ich war da auch echt niedergeschlagen und war auch erstmal so, dass ich gar nicht wusste, was ich machen soll. Und da haben mir aber einfach so viele liebe Leute in meinem Umfeld auch geholfen. Auch die Trashy-Mädels haben mir super geholfen. Die erste, die es übrigens gesehen hat, war die liebe Nathalie Nordbeauty, die das auch in die Gruppe reingeschrieben hatte. Das war das Bing, 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 was ich halt einfach nicht mitbekommen habe, weil ich getratscht habe im Möbelhaus. Schön, ne? Aber es ist ja normal, es ist ja auch menschlich. Ja. Das Ganze ging dann immer weiter und weiter und nach ein paar Tagen, ich glaube 1 oder 2 Tagen sogar schon, bekam ich dann eine E-Mail von dem Igor vom Google Support, der sich dann nochmal an mich auch gewendet hatte, weil Danny dann auch meine private E-Mail-Adresse an Google weitergegeben hatte, um sich dort mit mir in Kontakt zu setzen. Igor hatte mir dann auch ein Formular geschickt und so weiter, aber ich hab das ausgefüllt, aber da kam nichts, ne? Aber der hatte mir halt gesagt, am besten ist es, wenn du dir nochmal einen zweiten Google-Account anlegst. Das habe ich dann ja auch gemacht mit Claudi
Claudis bunte Welt und darüber dann auch wirklich den Kontakt suchst mit dem Google Support und auch mit ihm, also mit Igor dann auch kommunizierst. Dann habe ich alles gemacht, was er mir auch gesagt hat und das auch immer schnell und zackig und gemacht und getan. Dann ist Igor in Urlaub gegangen und ich habe die Pimpernellen gekriegt. Es ist, wie es ist. Wirklich, der Mann hat seinen Urlaub wahrscheinlich auch sehr gut verdient. Aber ich war echt traurig. Ja, naja, das war dann irgendwie für eine Woche oder so, war der im Urlaub. Und ja, dann war das irgendwann, ich glaube, am 9.6. oder am 8.6. habe ich dann eine E-Mail bekommen von, ich glaube, Emily hieß die Dame. Die war dann wirklich in der speziellen Hack-Abteilung. Das hatte der Google Support im Chat auch an Danny geschrieben, dass sich auch das Ganze in die Hack-Abteilung begeben wird. Und Emily konnte dann halt wirklich auf die Kacke hauen. Und die hat halt wirklich mir das richtige Formular schicken können. Und ja, das habe ich dann mittags um 11 ungefähr ausgefüllt. Das weiß ich noch, weil auch da saß Julius quengelnd auf meinem Schoß und ich sagte, nein, komm, ich muss das jetzt wirklich machen. Es ist super wichtig, dass ihr euch einige wichtige Informationen aus eurem YouTube-Kanal aufschreibt. Also eure URL ist super wichtig. Wenn ihr ein Google AdSense-Konto habt, dann auch die Nummer davon. Also das Gründungsdatum von eurem Kanal ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das sind so verschiedene Faktoren, die ihr auf jeden Fall parat haben solltet, weil damit kann dann quasi das Ganze auch reaktiviert werden. Und als dann irgendwann diese befreiende E-Mail von Emily kam, dass ich meinen Kanal quasi wieder habe, dass ich wieder schauen kann, ob alles da ist und ich halt gesehen habe, wie alle Videos auf privat gestellt wurden, habe ich gesehen, alles klar, ich habe meinen Kanal wieder. Und das war ein Riesenstein, der von meinem Herzen gefallen ist. Und das war am 9.6. auf dem 10.6. nachts. Da habe ich mich hingesetzt und wirklich alle Videos, die auf privat gestellt waren, wieder auf live gestellt. Und dann musste es ein bisschen, ne, nahm ein bisschen Zeit auch in Anspruch, dass ich dann quasi auch meinen Kanalnamen wieder zurückstellen konnte. Dass ich auch meinen Kanal Icon reinpacken konnte, mein Kanal Banner und so, ne? Also das hat ein bisschen gedauert und manche haben auch geschrieben, hä, das heißt ja immer noch Tesla, aber das ist jetzt dein Bild, was ist jetzt hier los? Mitten in der Nacht habt ihr mir teilweise geschrieben, echt so geil, ich habe echt gedacht, Leute, ihr seid alle genauso wie ich Nachteulen und da war ich einfach happy, dass es dann auch schon direkt aufgefallen ist. Das war echt Wahnsinn. Die E-Mail, die ich dann ja auch quasi als verdächtig für mich gesehen habe und auch als Grund des Hacks ansehe oder den Ursprung des Hacks ansehe, war, nachdem ich alles wieder hatte, die einzige E-Mail, die auch irgendwie spurlos aus meinem Postfach, E-Mail-Postfach verschwunden ist. Ich denke, dass es auch eine selbstlöschende E-Mail war und ich gehe auch davon aus, dass das Ganze ein automatisiertes Programm gelaufen ist, was ich damit ja aktiviert habe. Da würde ich sagen, kommen wir nämlich jetzt einfach mal zu. Was ist da eigentlich durch den Hack gemacht worden? Das ist die Frage, ne? Es ist so, dass wenn man dieses Programm aktiviert, dass ein automatisierter Automatismus, ein automatisierter Ablauf auf deinem Gerät vollzogen wird. Das heißt, dieses Programm sucht dann quasi in deinen gespeicherten Passwörtern, loggt sich in deinen Google-Account ein, um sich dort dann auf deinen YouTube-Account einzuhacken, weil dort sind die scharf drauf. Die sind nicht scharf auf dein Geld, die sind auch nicht scharf darauf, dir weh zu tun, sondern die sind einfach nur scharf drauf, anderen Leuten halt mit Scam das Geld aus der Tasche zu ziehen. Darum geht es. Also es geht nicht um die Einzelperson, die YouTuberin, den YouTuber. Das ist ja auch zum Beispiel KuchenTV und Julian Bam genauso passiert, ne? Und es geht halt wirklich um diese YouTube-Plattform, die genutzt werden möchte. Denn wenn du einen neuen Kanal bei YouTube gründest, musst du eine gewisse Abonnentenzahl erreichen, eine gewisse Watchtime erreichen, um Livestreams zu schalten, um Links in deine Infobox reinzupacken und ja, um überhaupt genug Leute zu erreichen. Das ist ja auch nochmal die Sache. Ich habe auch irgendwie gehört, dass ungefähr 1580 Leute sich den Livestream dann ja auch irgendwie angeschaut haben. Genau, und es ist dann so gewesen, dass dann automatisiert der Kanalname umbenannt wird. Bei mir war es ja Tesla 00 irgendwas oder Tesla halt. Automatisiert wird da auch ein Logo reingesetzt von Tesla, um das Ganze halt real wirken zu lassen. Sämtliche Videos, die der Creator, die Creatorin erstellt hat, werden auf privat gesetzt. Sie werden Gott sei Dank nicht gelöscht. Das war auch eine sehr, sehr große Sorge von mir. Dann ist es so, dass die Kanalbeschreibung gelöscht wird, weil dort natürlich, also im Prinzip alle Spuren, die auf den ehemaligen Creator zurückgeführt werden könnten, werden entfernt. Was ja auch so ein Stück weit
rechtlich gesehen für mich gut ist, weil mein Name damit nicht in Verbindung gebracht wird. Also mein Impressum wurde zum Beispiel auch rausgenommen, ne? Und dann geht dieser Automatismus dahin über, ein Livestream anzukündigen, und da sieht man oder sah man Elon Musk mit irgendwem am Reden, und in der Videobeschreibung wäre dann ein Link erschienen, über den man dann auf eine Scam-Seite geleitet worden wäre, also quasi eine Betrügerseite. Was dort auf dieser Seite ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann dann nur sagen, was ich so gehört habe, was generell auf solchen Seiten zu finden ist. Entweder geht es da um diese Bitcoins, diese crazy Währung, diese crazy Internetwährung, wo man dann quasi was gekauft hätte, aber nichts dafür bekommen hätte, oder quasi Bitcoins gekauft hätte, die total wertlos gewesen wären. Oder man geht auf diese Seite und kann dort dann irgendwelche Sachen runterladen, die sich dann halt quasi in die jeweiligen Geräte einloggen können, ne? Also quasi dieses Streusystem, Schneeballsystem ist es dann quasi. Ja, es ist aber so, dass YouTube ganz schön schlau ist und sowas halt sehr, sehr schnell findet. Entweder, weil die selber auch einen sehr guten Algorithmus haben, der schnell reagiert, aber auch, weil solche Livestreams natürlich auch recht schnell gemeldet werden. So war es auch in meinem Fall. So, das konnte ich nachher halt alles auf meinem gesperrten Google-Konto nachempfinden, dass dann, sobald der Livestream gestartet wurde, ich glaube 2-3 Minuten später oder so, kam dann auch die Nachricht von Google, dass der Kanal deaktiviert wurde, weil man gegen die Community-Richtlinie verstoßen hat. Klar, du darfst auf deinen Kanälen einfach keinen Scam verbreiten. Macht Sinn, ne? Und deswegen wurde der Kanal deaktiviert, und meine Hürde war es dann tatsächlich, den Kanal wieder zurückzubekommen von Google quasi, weil Google hat den ja deaktiviert, die haben gesagt, die hat da richtig viel Bock missgebaut, also ciao Kakao. Und ja, das heißt, ich musste dann im Nachgang auch beweisen, dass ich es nicht war, was relativ simpel war, und ja, man musste auch wissen, welche Videos man zuletzt hochgeladen hat. Das machte auch durchaus, war auch sehr, sehr hilfreich, ne? Genau, ja. Ich habe dann auch mit meinem Freund darüber gesprochen, so, naja, theoretisch hätte dieser Mensch, der sich bei mir eingehackt hat, doch auch auf super viele Sachen Zugriff gehabt. Wahrscheinlich ist es ein Programm, was von jemandem geschrieben worden ist, der entweder vielleicht nicht mehr auf der Erde ist, also der gar nicht mehr lebendig ist, oder der im Knast sitzt oder sonst irgendwas mit dem los ist, weil das ist ja irgendein automatisierter Prozess, dass zum einen die YouTuber angeschrieben werden, die halt eine entsprechende Reichweite haben und die halt eben nicht diese Sicherheitsmechanismen haben, sodass man sich da halt reinhacken kann. Ja, und zum anderen, also ne, das läuft halt immer weiter. Das ist halt irgendwann mal geschrieben worden, das Programm. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch mal her ist, dass Julian Bam oder KuchenTV oder sonst irgendwer gehackt wurde, ne? Und seitdem und auch schon vorher läuft dieses Programm. Und ich habe auch bei der Polizei nachgefragt, kann man da überhaupt jemanden anzeigen? Da wurde mir gesagt, leider nicht. Das Problem ist, du kannst halt, wenn überhaupt, Anzeige gegen unbekannt machen, aber die Erfolgsquote, die Aufklärungsquote ist verschwindend gering. Also da braucht man sich keine Hoffnung machen, weil das halt wirklich auch sehr wahrscheinlich jemand ist, der im Ausland sitzt, also der auch gar nicht greifbar ist, und da kommt man halt so nicht dran, ne? Und das ist halt auch eine ganz, ganz große Geschichte. Die Internetkriminalität von heutzutage ist einfach leider, leider sehr, sehr schwer aufzuklären. Du kriegst halt die Leute nicht dran. Wenn einer deinen Laden überfällt, dann hast du den vielleicht auf Kamera oder keine Ahnung, du schnappst den irgendwie oder die Polizei schnappt den, und du kannst ihm halt Beleidigung ins Gesicht rufen oder sonst irgendwas. Das geht jetzt halt leider nicht, und das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich wirklich sagen. Das nervt auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und du kannst auch nicht von jedem Creator, der eine relativ geringe Größe hat, so wie ich das habe, erwarten, dass da irgendwelche Versicherungen oder so dagegen abgeschlossen werden. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, weil dafür musst du ja auch im Prinzip einen riesengroßen Mechanismus von Datensicherheit auf deinem Kanal halt haben oder an deinen Geräten, um das überhaupt vermeiden zu können. Und ich glaube, dass das in meiner Größe einfach finanziell gesehen nicht so sinnvoll ist. Da kann man halt die normalen Programme nutzen, was man auch sollte, was Papa eingerichtet hat, aber jetzt irgendwelche riesengroßen Sachen und Mechanismen dahinter zu packen, ich habe halt keine IT-Abteilung hier, ne? So ist das nun mal gewesen. Und ja, das war ganz schön kacke, muss ich wirklich sagen. Also die 10 Tage waren für mich die Hölle.
Es war für mich einfach übel, weil ich auch übelste Beleidigungen bekommen habe. Ich habe leider super miese, miese Nachrichten bekommen. Ich wäre selber schuld. Ich wäre Noah, Nox und Hasse nicht gesehen. Ich meine, das habe ich ja selber für mich auch schon so tituliert in dem Sinne, dass ich das ja auch selber immer mal wieder die Wahrheit auch ausgesprochen habe. Also, dass ich selber blöd war, dass ich auf diesen Link geklickt habe. Dass ich dumm war, irgendwie auf diesen einen Job zu setzen und meinen eigenen Job gekündigt habe. Naja, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, dass ich nicht mehr in meinem regulären Job unterwegs bin. Und ansonsten wäre ich jetzt auch einfach mal in Mutterschutz. Also, ganz ehrlich, so dumm war es eigentlich nicht. Naja, das hat natürlich ein bisschen auch in die Wunde getroffen, hat mir auch ein bisschen wehgetan, aber trotzdem, naja, das meiste, 99,99% der Nachrichten und Kommentare, die ich bekommen habe, waren einfach super, super lieb und ich war einfach so, so dankbar für euren Rückhalt, dass ihr einfach auch da wart, ne? Ja, meine Kooperationspartner, da wurde ich auch nachgefragt, haben mich auch unterstützt, soweit es ging. Also Dalton hat da auch gesagt, naja, auch wenn du deinen Kanal nicht wieder hast, dann machen wir halt den Launch von der Claudie Back auf Claudies bunte Welt. Warum eigentlich nicht? Du hast ja auch noch Instagram, das kriegen wir schon hin. Auch Purus hat gesagt, die Pride Box, die kannst du trotzdem auspacken und alles kriegen wir hin und das wird schon werden. Und auch, ne, dass ich da Schminkvideos drehen konnte und auch die ganzen Codes promoten konnte. Die Affiliate Codes hat mir halt sehr geholfen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig dann war, waren natürlich die bezahlten Kooperationen, die ich hatte. Da habe ich dann gesagt, wir verschieben das dann auch sonst erstmal. Ansonsten wäre es auch bei manchen möglich gewesen, dass wir gesagt haben, wir könnten das theoretisch auf Claudies bunte Welt machen, aber vielleicht warten wir noch 1-2 Tage und du kriegst deinen Kanal wieder. Das hat dann ja auch letztendlich bei den meisten auch soweit funktioniert. Einen letztendlichen Verlust, da wurde ich auch nachgefragt, habe ich auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt. Das ist schwierig halt festzulegen. Ich kann halt das sehen, was ich an YouTube-Einnahmen habe. Ansonsten sind es halt auch sehr, sehr viele fiktive Geschichten gewesen, ne? Aber das ist halt so das, was ich ungefähr rechne. Du kannst es aber nirgendwo angeben. Also das ist halt das unternehmerische Risiko, was man als Content Creator hat. Und da kannst du nichts abschreiben, leider. Also das wurde mir auch so gesagt, dass du halt einfach Pech gehabt hast. Und das war ja auch irgendwo selbstverschuldet und auch fahrlässig, dass man da keine entsprechenden Firewalls auf dem Computer hatte, die einen dann dementsprechend gewarnt hätten. Da würde ich halt auch sagen, hätte mir kein Antivirenprogramm geholfen? Nee, weil das war halt ja auch wirklich aktiv. Aktive Dummheit würde ich es nennen. Aktive, nicht ganz bis zum Ende gedacht Geschichte. Ne? Also, weil da wurde ich auch nachgefragt, wie kann man sich dafür schützen, davor schützen. Also zum einen diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die mein Papa empfohlen hatte, was ich euch ja auch gesagt habe. Und zum anderen kritischer E-Mails betrachten. Das definitiv, dass man da einfach nicht irgendwie auf sowas reinfällt, wobei support@google.com ist für mich eigentlich eine vertrauenswürdige E-Mail-Adresse. Ist es aber nicht, Leute. Naja, aber das ist irgendwie im Kopf auch geblieben und auch, ne, dass der Link dann auch auf YouTube selber geführt hat und so, das hat irgendwie für mich Sinn ergeben, aber es war leider nicht so. Ansonsten wüsste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt noch so erzählen sollte, weil das ist ja im Prinzip das, wie es passiert ist, wie es abgelaufen ist, was ich euch empfehlen würde und welche Stellschrauben gedreht werden mussten, um halt dem Ganzen, ja, Fahrt zu geben, damit es wieder funktioniert. Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei euch als Community, dass ihr da wart und mir treu geblieben seid, dass ihr euch nicht habt abschrecken lassen und dass ihr wirklich so gut wie alle zurückgekommen seid. Also das, was ich jetzt zum Beispiel gerade auf meinem YouTube-Account eben nachgeschaut habe. Ich drehe das Video am, was ist denn heute, 25. Juni, ne? Und ich habe bis auf 44 Leute alle Abonnenten wieder zurückgewinnen können. Und dafür bin ich so dankbar. Ich bin auch super dankbar meinem Papa, dass er so schnell gekommen ist und mir geholfen hat. Ich bin super dankbar meinen Kollegen, Kolleginnen und Freunden, die einfach da auch mir unter die Arme gegriffen haben, die für mich da waren. Und mir emotional beigestanden haben und aber auch aktiv was gemacht haben. Und es ist tatsächlich für mich ein Zeichen gewesen, ich bin nicht allein. Also das war so das, was ich positiv mit rausgenommen habe, dass ich gemerkt habe, es ist ein Job, den ich hier mache. Ich sitze hier einsam und alleine, in Anführungsstrichen, mit meiner Kamera. Aber im Prinzip stehen wirklich 29.000 Leute und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen hinter mir, die auch wirklich Freunde geworden sind. Und das macht mich einfach dankbar, Leute. Ja. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, weil man hört es immer wieder, dass hier so ein Hauen und Stechen und keine Ahnung ist und Leute irgendwie ihre Negativität eher an den Creatoren auslassen, als dass sie sie supporten.
meine Community und meine Leute, meine Kolleginnen und Kollegen und Freunde sind einfach der helle Wahnsinn. Ich bin so, so dankbar, dass ich euch habe und dass ihr einfach da wart, dass ihr geblieben seid. Und ich bin auch mir absolut sicher, dass einige von euch einfach deabonniert haben, weil sie ein bisschen schockiert waren, weil sie dachten, hey, Tesla habe ich nie abonniert. Meine Mom zum Beispiel, die hat Tesla deabonniert und hat auch so lange, bis ich wieder den Hack rückgängig machen konnte, auch nicht wieder auf Abonnieren geklickt, hat sie gesagt. Also ich meine, später war das ja eh deaktiviert, aber auch in der Zeit, wo man theoretisch noch hätte können, weil sie sagte, sie hätte Angst, dass sie sich ein Virus einfangen würde, allein dadurch, dass sie mich abonniert hätte. Ich fand das total süß, aber sie hat ja recht, ich kann es ja auch nachvollziehen. Und ja, ich bin auch super dankbar all meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann auf Instagram darauf aufmerksam gemacht haben, hey, Claudis Kanal ist gehackt, aber er kommt wieder und so. Quasi diejenigen, die euch dann auch weiter informiert haben, die mir geholfen haben, meinen neuen Kanal aufzubauen und die da einfach da waren. Also das war so viele liebe Leute, also definitiv Morbus Black war mit am Start. Das habe ich mehrfach gesehen, dass ich verlinkt wurde und das war total lieb. Aber auch natürlich Steffi von Schminky Eyes, die mich immer wieder supportet hat. Trisana Tandler, meine wundervolle Marion. Und auch ihr habt mich immer wieder verlinkt und alle wieder aufgeklärt, mir geholfen, das Ganze wirklich allen mitzuteilen und so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ich wurde in Videos erwähnt und so viele liebe Leute. So, so viele Menschen, so viele Kolleginnen und Kollegen haben auch in ihren Videos sind darauf eingegangen und haben erzählt, was gerade der Stand der Dinge ist. Danny hat einen riesen langen, also der hat richtig viel in seinem Livestream auch darüber erzählt, aber auch in seinen Videos, weil er sehr viel danach gefragt wurde. Meine Kolleginnen und Kollegen sind in die Kommentare reingegangen, um sie zu beantworten, die dann auch unter den Videos gestellt wurden, die automatisch online gekommen sind, obwohl ich quasi meinen Kanal gerade nicht mehr hatte. Oder wenn sie unter ihren Videos gefragt worden sind, haben sie darauf geantwortet, um einfach die Leute zu informieren. Und das ist so wundervoll, weil es gibt einfach bei YouTube hier keine klassische Litfaßsäule, wo man irgendwie was dran pinnen kann, wenn man eben keinen Zugriff auf seinen Kanal hat, sondern man muss darauf vertrauen oder hoffen, dass man einfach Hilfe bekommt. Und das ist nicht leicht. Und da bin ich einfach dankbar für. Genau. Es war ein Schrecken mit einem Ende, Gott sei Dank, und ich hoffe, dass dieses Video vielleicht der einen oder anderen Person, die dieses Video halt schaut und vielleicht in so einer Situation steckt, hilft und gleichzeitig, dass eine Person, die dieses Video schaut und vielleicht eben noch nicht alle Sicherheitsmechanismen aktiviert hat, vielleicht dann doch mal etwas sicherer durch ihr Leben gehen möchte. Ja, außerdem, ich gucke die ganze Zeit betreten auf mein Glas, also nicht wundern. Ne? Außerdem ist es so, dass es mir auch gezeigt hat, dass ich YouTube und Google wichtig bin, als eigentlich kleiner Creator, die ich nun mal bin. Und auch Emily hat mir das nachher geschrieben. Jeder einzelne Creator ist YouTube und Google extrem wichtig. Und ich habe mich immer relativ lost und alleingelassen gefühlt, aber mittlerweile weiß ich, dass man einem wichtig ist und dass wirklich dann auch innerhalb von 10 Tagen geholfen wurde, finde ich granatenstark und bin einfach glücklich, dass es wirklich so hingehauen hat und dass man eben nicht nur einfach nur irgendeine langweilige Nummer ist, sondern dass man hier auch wirklich jemand auf YouTube ist, der gerne geschaut wird und wo auch YouTube sagt und Google sagt, Mensch, die Person, die soll auf jeden Fall wieder hier sein und hier bleiben und weiter ihrem Job nachgehen oder ihrem Hobby, wie auch immer man das Ganze betreibt. Das wäre es jetzt hier einfach mal von mir gewesen und ich hoffe, wie gesagt, dass ich jemandem helfen konnte mit diesem Video oder vielleicht einfach ein paar Fragen klären konnte, die ihr so hattet, Fragezeichen zu Punkten oder Ausrufezeichen umwandeln konnte. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, deswegen bin ich einfach euch mal von Herzen dankbar und möchte euch von Herzen drücken und gebe euch alle Daumen nach oben, die ich habe und alle Liebe, die ich irgendwie geben kann, denn ich bin einfach glücklich, dass ich genau diesen Job haben darf. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.